Also wir schauen uns an, wie wir ein 2D-Konstruktionszeichenprogramm, ein traditionelles, wo man mit der Maus Linien zeichnen kann und so, kombinieren kann mit dem, was OpenSCAD macht. Und dazu müssen wir uns zunächst mal eben so ein 2D-Konstruktionszeichenprogramm anschauen. Und da habe ich jetzt das LibreCAD gewählt. Kurz am Anfang ein bisschen zu der Geschichte von LibreCAD. Da gibt es ein Tool namens QCAD. Das so halb kommerziell ist. Also von dem gibt es eine Community Edition und eine Nicht-Community Edition. Und die Nicht-Community Edition ist immer quasi eine Major-Versionsnummer weiter. Und dann gibt es eine GPL Community Edition, die halt das alte mit weniger Features ist. Und vor einiger Zeit haben jetzt einige Leute gesagt, naja, das, was die neue Version auch besser kann, das können wir selber eigentlich auch programmieren. Wir nehmen die QCAD Community Edition, die GPL ist, und erweitern die und forken das Projekt, und das heißt eben LibreCAD. Das heißt, wenn man mit QCAD umgehen kann, kann man im Wesentlichen mit LibreCAD umgehen und umgekehrt. Und vielleicht ändert sich das im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre. Und dann sind das Programme, die nicht mehr die keine äußere Ähnlichkeit mehr miteinander haben. Das ist jetzt eh interessant, weil nach dem Fork war natürlich immer die Frage, naja, was ist denn, wenn die nächste Major Release vom QCAD rauskommt? Und es gibt eine neuere QCAD Community Edition. Und das ist vor knapp einem Monat passiert. Also jetzt ist dann die Frage, ob die auseinanderdriften, ob das eine Projekt die Patches von dem anderen irgendwie bei sich einpflegen wird. Das wird sich irgendwie alles zeigen. So, wenn ich das starte, ich habe es vor eh kurz mal gestartet gehabt. Schaut das so aus. Wir haben einen mittleren Bereich, das ist sozusagen mein Zeichenbereich. Wir haben so ein paar Panels, wir haben Layer und wir haben Blöcke. Auf die Blöcke werde ich jetzt nicht mehr eingehen, aber im Wesentlichen ist es halt ein Feature, um Teilzeichnungen, die öfter vorkommen, bundeln zu können und dann an mehreren Stellen zu verwenden. Ähnlich wie vielleicht die Modules, die wir in OpenSCAD gesehen haben. Soweit sind Blöcke ganz einfach. Das Komplizierte bei Blöcken ist, wenn man sich anschaut, wie Blöcke und Layers ineinander greifen. Weil ich kann quasi eine Instanz von einem Block einem Layer positionieren und es können aber die einzelnen Features in dem Block selber wieder Layers zugeordnet sein. Und da gibt es dann halt so eine Liste von, in dem Fall ist es so, in dem Fall ist es so, in dem Fall ist es so. Gut. Layers wird wahrscheinlich jeder kennen, der irgendwann schon mit irgendeinem Programm gearbeitet hat, das irgendwie grafisch arbeitet. Was hier quasi übernommen ist von AutoCAD, also im Wesentlichen das Dateiformat von LibreCAD ist das DXF-Dateiformat. Und das ist das Dateiformat von AutoCAD. Das heißt, dieses Dateiformat, das gibt jetzt eigentlich schon ziemlich viel vor darüber, wie die Datenstrukturen ausschauen, mit denen ich hier arbeite. Und eine Sache, die eben bei DXF inhärent ist, ist, dass es immer einen Layer 0 geben muss. Der heißt 0, das ist sein Name. Also die anderen haben nicht 1, 2, 3, 4, sondern die anderen heißen irgendwie, die können auch 1, 2, 3, 4 heißen, aber 0 muss immer 0 heißen. Und darum habe ich immer so einen Layer 0 zum Beispiel. Gut, ich habe meinen Zeichenbereich und hier auf der linken Seite kann ich jetzt meine unterschiedlichen Aktionen ausführen. Und da möchte ich jetzt ein paar ganz grundlegende Dinge machen, um den Workflow sozusagen zu zeigen. Also ich habe hier zum Beispiel ein Lines-Menü und jetzt kann ich hier eine Linie zeichnen oder einen mit zwei Eckpunkten oder mit einem Punkt und einem Winkel oder vergegebene Winkel vor horizontal und vertikal oder dann Spezialfälle wie zum Beispiel ein orthogonal orientiertes Rechteck. Und ich zeichne jetzt einfach mal eine Linie, die mit zwei Eckpunkten begrenzt ist. Und wir sehen hier, diesen Pfeil zurück, den haben wir hier nicht auf dem Top-Level, aber ab dem Augenblick, wo wir wohin gehen, zum Beispiel auf Linie, haben wir einen Pfeil zurück. Und ich kann hier rechte Maustaste drücken, rechte Maustaste ist auch immer Pfeil zurück. Und der Grund ist, wie wir dann sehen werden, wenn ich mich durch diese Menüstruktur durchhandle, ich sage zum Beispiel, ich sage, was ich machen möchte schrittweise und dann sage ich die Parameter dazu, zum Beispiel, ich will eine Linie beschneiden.
Und dann fragt er mich, was ist meine Limiting Entity und was ist die Entity, die limitiert werden soll. Und dann möchte ich mit der gleichen Limiting Entity eine zweite Entity limitieren. Und dann gehe ich quasi eine Stufe zurück und bin dann quasi auf der letzten Frage, die das System gestellt hat, und kann jetzt was anderes anklicken. Und so kann ich mich quasi vor und zurück navigieren. Und darum ist das irgendwie sehr praktisch, dass man quasi mit der zweiten Maustaste zurück kann, weil ich dann quasi mit dem Klicken mit der ersten Maustaste tiefer in dem Menü gehe und mit der rechten Maustaste wieder zurückspringe. Also ich sage Linie, ich sage zwei Punkte. Jetzt fragt er mich den ersten Punkt. Und hier kann ich auswählen, wie denn der erste Punkt zum Auswählen gehen soll. Weil ich kann natürlich jetzt freihändig zeichnen. Das ist das, was ich hier habe. Ich kann hier ganz beliebig irgendwo in der Mitte, nicht an einem Raster ausgerichtet, einen Punkt zeichnen. Jetzt bin ich beim zweiten Punkt. Ich kann noch einmal die rechte Maus drücken, dann bin ich wieder beim ersten Punkt, weil ich dann zurückgehe, um eine Frage sozusagen. Also ich drücke und ich drücke. Und bei der Linie ist so ein Spezialfall, da übernimmt dann quasi der neue Punkt die Rolle des ersten Punktes, sodass ich einen Linienzug jetzt hier zeichnen kann. Wenn ich aufhören möchte, dann drücke ich die rechte Maustaste einmal. Jetzt fragt er mich wieder nach dem ersten Punkt zu einer Linie. Drücke ich nochmal die rechte Maustaste, jetzt bin ich in dem Linienmenü. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte ein Rechteck zeichnen, das durch zwei Punkte begrenzt ist. Jetzt will ich aber nicht freihändig zeichnen, sondern ich sage, ich möchte einen Punkt, der am Raster liegt. Und wenn ich jetzt da schaue, dann springt das eben mit dem Raster und hier unten, wenn das Menü nicht drüber lappt, sehe ich alle möglichen Zahlen. Da sehe ich meine aktuelle Position, wo ich gerade stehe, in kartesischen Koordinaten und in Polarkoordinaten. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, diesen Punkt hier, und jetzt kann ich hier so ein Rechteck zeichnen. Jetzt sehe ich hier im rechten Menü die Größe. Also wir sehen jetzt hier 80, 0. Hier unten, das sieht man gar nicht mehr. Jetzt. Da unten steht 80, 0, für die bis zu den unteren Rand stehen können, sehen können. Und das heißt, das Rechteck, was ich jetzt gerade zeichne, hat eine X-Ausdehnung von 80, aber eine Y-Ausdehnung von 0. Also wir sehen quasi hier immer die absoluten Koordinaten und dann die Koordinaten in Bezug auf den letzten Bezugspunkt. Und der letzte Bezugspunkt, der ist der rot eingerahmt ist. Und das kann ganz praktisch sein, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt ein Rechteck zeichnen. Und ich will ein Rechteck zeichnen, das genau auf diesen Punkt geht, auf diesen Endpunkt. Der liegt nicht an einem Raster. Und jetzt könnte ich natürlich, das würden die schlechten Zeichner machen, sagen, naja, freihändig. Dann zoome ich jetzt weit rein. Und ja, das kann ich im OpenMeshCAD auch nicht mehr importieren, weil das ist kein wasserdichtes Modell. Also, es gibt hier zum Beispiel Endpunkte. Und jetzt snappt er auf alle Endpunkte. Und auf diese Art und Weise kann ich da eben Sachen machen. So, rechte Maustaste zurück. Sagen wir, wir wollen jetzt hier was abschneiden zum Beispiel. Das ist irgendeine Ecke und dann sagen wir, okay, aber die Ecke, die wollen wir gar nicht haben, wir wollen die abschneiden, sodass das vielleicht hier irgendwo dann eine Verbindungslinie ist. Und ich hab gewisse Informationen darüber, wie diese Kante sein soll. Sagen wir, weiß ich nicht, sagen wir einfach, wir wissen, das ist die Verbindungslinie von diesen beiden Punkten auf meinem Raster. Dort möchte ich abschneiden, damit das irgendwie an anderen Dingen ausgerichtet ist. Nicht? Sagen wir wissen, irgendwas möchte sich dann bewegen von hier nach da, und damit dann diese Kante nicht im Weg ist, muss ich die genau an der richtigen Stelle abschneiden. Und das ist jetzt gleich etwas, wir wollen nicht diese Linie haben, letztendlich. Wir wollen eine Linie haben, die von hier nach da geht. Aber was wir beim Cut-Zeichnen immer machen, ist, dass wir genauso vorgehen wie beim Konstruktionszeichnen mit Papier und Bleistift. Wir zeichnen Hilfslinien und dann schneiden wir diese Hilfslinien. Wir haben uns einen neuen Punkt konstruiert. Und je nachdem, welcher Schule man angehört, kann man quasi alle Hilfslinien auf einem eigenen Layer machen und dann kann man am Schluss den Layer ausblenden. Oder man arbeitet ein bisschen hemdsärmlicher und zeichnet die Hilfslinie, verwendet sie und löscht sie wieder. Gut, also jetzt haben wir hier eine Hilfslinie und letztendlich wollen wir, dass dann dieses Eck so ist. Und dazu gehe ich jetzt ins Edit-Menü, und da muss man wissen, dass dieses Ding hier das Edit-Menü ist.
Und dann gibt es hier die limitierenden Dinge, Trim Extend, Trim Extend To. Und bei Trim Extend sage ich im Wesentlichen, ich habe zwei Entities und es gibt irgendwo einen Punkt, wo sie die schneiden und ich möchte, dass eine nur bis zu dem Schnittpunkt geht. Und als erstes, hier unten steht immer die Frage, Select Limiting Entity. Man kann das alles auch über die Tastatur machen. Es gibt zu jedem einzelnen Funktion einen Tastatur-Shortcut. Also Select Limiting Entity. Und jetzt sagen wir zum Beispiel, wir wollen zuerst diese beiden Linien hier entsprechend abschneiden. Das heißt, eine Limiting Entity ist diese Linie hier. Und jetzt werde ich gefragt, Select Entity to Trim. Und da ist natürlich wichtig, auf welche Seite ich jetzt klicke. Wenn ich auf der Seite klicke, dann bleibt nur der Teil übrig. Wenn ich auf der Seite klicke, bleibt nur der Teil übrig. Den Teil wollen wir abschneiden. Wir klicken auf der Seite, wo sie übrig bleiben soll. Und ich kann jetzt diese Limiting Entity weiter verwenden. Die bleibt immer noch aktiv, das heißt, ich mache das gleiche hier. So, jetzt steht aber die andere Linie über. Aber wir kennen das Spielchen schon. Ich gehe mit der rechten Maus aus der eine Ebene zurück. Ich muss eine Limiting Entity definieren. Naja, die ist Limiting, die schneiden wir ab. Ich gehe eine zurück, die ist Limiting, die schneiden wir ab. Und wir haben eine Kante konstruiert, die genau unseren Vorgaben entspricht. Und auf die Art und Weise kann man da eben jetzt zeichnen. Es gibt ein Buch, von dem ich glaube, dass es sehr gut ist. Warum glaube ich, dass ein Buch sehr gut ist? Also, habe ich inzwischen wieder Netz? Nein, habe ich nicht. Wenn man auf die QCard-Homepage gegangen wäre vor langer Zeit, dann hätte man dort ein HTML-Dokument runterladen können, das eine sehr, sehr umfangreiche Einführung in QCard war. Und eine sehr gut geschriebene, weil es nämlich nicht nur eine Einführung in das Programm war, sondern eine Einführung in das computergestützte Konstruktionszeichnen. Also selbst wenn man nicht vorgehabt hat, QCard zu verwenden, selbst wenn man vorgehabt hätte, mit der Hand zu zeichnen, wäre das eine gute Einführung gewesen. Wenn man jetzt auf die QCard-Homepage geht, gibt es aus dem Buch das erste Kapitel zum Download und den Rest gibt es als E-Book zu kaufen oder als Copy on Print-on-Demand-Buch zu kaufen. Und da ich davon ausgehe, dass das immer noch der gleiche Inhalt ist, kann ich sagen, das war ein gutes Buch oder das ist ein gutes Buch, obwohl ich selber als Buch nie gelesen habe und jetzt kaufe ich es mir auch nicht mehr, weil jetzt weiß ich es ja schon. Aber wenn man vorhat, quasi mehr mit QCard zu machen oder überhaupt mehr mit so 2D-Konstruktionszeichnungen zu machen, dann ist das auf jeden Fall wert. So, macht man. Das ist auf der QCard-Homepage, gibt's eben, es gibt nur ein Buch auf der QCard-Homepage zu kaufen. Ich habe heute drauf geschaut. Eigentlich wollte ich heute dann sagen, dort auf der QCard-Homepage gibt es das. Heute habe ich drauf gesehen und habe gesehen, aha, jetzt ist es ein E-Book. So, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, wenn wir gerade im Modify-Menü sind. Sagen wir, ich möchte das hier jetzt kopieren. Werden wir feststellen, es gibt keinen. Oh ja, man kann schon noch kopieren. Ich kann es auf die dumme Art machen. Dumm. Markiere das. Ich drücke Ctrl-C, weil so kopiert man. Ich drücke Ctrl-V, weil so fügt man ein. Das wird ein Punkt haben. Was ist das für ein Punkt? Da unten steht Select Reference Point. Also dann markiere ich zum Beispiel D und sage, das ist mein Reference Point. So. Ah, okay. Specify Reference Point. Das hat nicht funktioniert. Ich mache das nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. So. Select, deselect. Machen wir es so, wie man es machen sollte. Also, es gibt hier verschiedene Dinge. Es gibt Move/Copy. Ah, da heißt es Copy. Cool. Es gibt Rotate. Verstehen? Rotate/Copy. Es gibt Scale. Verstehen? Scale/Copy. Und es gibt Mirror. Da sollte stehen Mirror/Copy. Warum? Probieren wir das erste aus. Wir wollen was verschieben. Zuerst fragt er uns, was wollen wir denn eigentlich verschieben? Ja, den ganzen Klumper da. Da, Select All. Gut. Und weiter. So, jetzt muss ich einen Referenzpunkt angeben. Und ich gebe zwei Referenzpunkte an. Der Vektor zwischen diesen Punkten, das ist dann quasi etwas, was ich verschoben habe. Und ich sage zum Beispiel, dieser Punkt, der soll jetzt hier sein. Und jetzt fragt er mich, was möchte ich mit dem Original machen? Möchte ich das Original löschen?
dann habe ich verschoben. Möchte ich das Original behalten, dann habe ich kopiert und möchte ich das vielleicht mehrmals machen. Und dann schaut das jetzt so aus. Gut. Und das gleiche eben bei Rotate, bei Mirror, bei Scale. Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, möchte ich das Original löschen, dann habe ich nur die Operation auf ein Objekt angewendet. Möchte ich das Original behalten, dann habe ich eben meine Kopie gemacht. Oder möchte ich es mehrmal machen. Und das macht zum Beispiel beim Rotate, so, sagen wir da alles. Da ist mein Referenzpunkt. So, und jetzt kann ich hier sagen, rotiere einfach um 90 Grad, lösche das Original, dann habe ich das um 90 Grad gedreht und ich bin glücklich. Aber ich kann natürlich auch sagen, 10 Grad, 36 Copies, nein, 35 Copies. Ja, sonst haben wir eine doppelte Linie. Und Kunst. Gut, also auf diese Art und Weise kann man Sachen machen. Wenn man zum Beispiel ein Zahnrad konstruieren möchte, dann würde man nicht das gesamte Zahnrad konstruieren, sondern einen Zahn. Ein Zahn konstruieren ist schwierig genug, weil Zahnräder schauen nicht so aus, wie die Zahnräder im Lego ausschauen, dass es einfach nur so ein Dreieck ist und das ist gut, sondern es gibt... Okay, die sind... Aber sie sind keine echte überwendeten Zähne, aber Zahnräder konstruieren ist schwierig und es gibt viele Arten, Zahnräder so zu konstruieren, dass in jeder Phase der Drehung quasi das Spiel zwischen den Zahnrädern konstant ist. Oft würde man jetzt sagen minimal, aber minimal will man ja gar nicht, man will konstant. Man weiß, was die Fertigungstoleranzen sind und das Spiel sollte quasi möglichst klein sein, aber größer als die Fertigungstoleranzen, sonst hatte ich ein Problem. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen. Sehr aufwendig hat man einen Zahn. Und dann macht man das nicht mit dem zweiten Zahn, dem dritten Zahn, sondern man macht das. Und überhaupt quasi, wenn man Sachen vervielfältigt, dann hat man meistens so eine Idee, wo soll denn das Neue hin? Es ist nicht dieses, ich habe es in der Zwischenablage, jetzt tue ich es irgendwie hin. Und darum ist es quasi sinnvoller, das mit den Operationen zu kombinieren, die quasi das Objekt verändern, dass man dann einfach sagt, ich hätte gern beides. Und ebenso kann man zum Beispiel andere Dinge verändern. Man hat hier Attributes. Also es gibt immer Geometry und Attributes. Geometries sind spezifisch für das Objekt. Also die Geometry-Eigenschaften von einer Linie sind anders als die Geometry-Eigenschaften von einer Ellipse. Weil da brauche ich einfach andere Parameter. Aber jedes Objekt hat die gleiche Liste von Attributes. Und wir selektieren einfach eins dieser Objekte. Und dann kriege ich jetzt einen Attribute-Editor und da kann ich jetzt sagen, ich hätte gern auf einem anderen Layer, ich hätte gern eine andere Farbe, etc. Gut, und so funktioniert das und im Wesentlichen ist das halt ein Zeichenprogramm, aber ein Zeichenprogramm, das sich nicht, wie, weiß ich nicht, Paint, an dem Freihandzeichnen orientiert und versucht, Dinge nachzuahmen, die man im Freihandzeichnen machen kann, um ein hübsches Bild zu machen, sondern ein Zeichenprogramm, das sich an dem Konstruktionszeichnen orientiert, aber genau die gleichen Dinge quasi verwendet. Ich konstruiere Schnittpunkte und mache damit den Schnittpunkten der Sachen und mache parallel verschieben und so weiter und so fort. Und nicht, damit es hübsch ausschaut am Schluss, obwohl es hübsch ausschauen kann, sondern damit es funktional ist am Schluss. Und ich irgendwie weiß, wie man jetzt dieses Metallteil drehen muss oder was auch immer. Kann ich da auch einzelne Punkte verschieben? Und die Linien fahren dann mit oder nicht? Oder du meinst, ob ich das Objektpunkt sozusagen verschieben kann? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Wir können natürlich schauen. Wir machen dann Modify, wir machen Move. Und die Frage ist, kann ich den Eckpunkt selektieren? Gut, also wir machen mal Key Select All und schauen, was wir haben. Select Entity, Select Contour. Damit kann ich ein Fenster zeichnen. Intersected Entities, Select Layer. Invert Selection. Select Mirror. Und Select Entity ist nicht ein Punkt. Ja, die Linie ist eine Entity. Wenn ich das klicke, kriege ich eine Linie. Also ich kann nur noch so genau versuchen zu klicken. Ich kriege irgendeine Linie. Kriegst du immer eine Linie. Ups. So, das ist eine Kontur.
Das ist halt alles, was zusammenhängen muss. Wir wollen quasi das Gegenteil, nicht? Wir wollen nicht alles, was zusammenhängt, sondern nur eins, das die Linie zusammenhängend macht. Ich kann schauen, was passiert, wenn ich ein Lindo zeichne, wo nur der Punkt drin ist. Das passiert gar nichts. Also ich fürchte, das geht so nicht. Vielleicht kann man, wenn man die Linie selektiert hat, deren Parameter ändern und damit die Eckpunkte. Ja, aber also das kann man auf jeden Fall, weil man die Geometrie von den Objekten verändern kann. Also da brauche ich nur da und dann auf diese Linie und dann habe ich hier Start Point and Point. Also da kann ich den Punkt für diese Linie verändern, aber dann hängt natürlich nicht mehr die andere Linie am gleichen Punkt drauf. Und wenn ich quasi wirklich einen Punkt verschieben wollte, dann würde ich ja quasi die Eigenschaft von allen Linien verändern wollen, die diesen Punkt gemeinsam haben. Das war die Idee dahinter. Also das, ich wüsste nicht, wie es geht. Ja. Ich bin aber jetzt sicherlich nicht der Beste, um quasi die Libre-Cut-Details zu erläutern. Was man schon allein daran sieht, dass ich in der Realität, wenn ich mit LibreCAD arbeite, immer da herumklicke und mir nie merkt, mit welchem Buchstaben man jetzt irgendwelche Funktion macht. Weil ich halt mehr mit dem OpenSCAD mache und nur in Extremfällen dann anfange, das LibreCAD zu öffnen. Naturgemäß. Okay. Also es ist ein Zeichenprogramm und ich glaube, wir haben jetzt so die Grundidee, wie man damit zeichnen kann, wie man damit zeichnen sollte. Und man sollte eigentlich nie freihändig arbeiten. Also dass quasi, wenn ich in dieses Menü hier hineingehe, beim Starten vom Programm mal freihändig ausgewählt ist, ist eigentlich schon mal ein Verbrechen, finde ich. Aber okay. Und wenn man sich daran hält, dass man eigentlich nie was freihändig macht, sondern jeden Punkt, den ich brauche, entweder konstruiere oder weiß, dann ist das eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit zu testen. Macht man es richtig oder nicht? Wenn ich irgendwann einen Punkt freihändig auswähle, dann habe ich eine gute Chance, dass ich da gerade was mache, was eigentlich unklug ist im Kontext von einer Konstruktionszeichnung. Gut. Dann schauen wir uns das File an, das ich gezeichnet habe für die Telefonzelle. Das ist noch so ein Ding bei LibreCAD und QCAD. Jetzt gibt es ja ein LibreCAD, also vielleicht sollte sich das ändern. Egal, wo man das Programm startet, wenn man in einen File Open oder File Save Dialog geht, beginnt der immer im Home Directory des aktiven Users. Ja. Und ich habe keine Ahnung. Das ist eine allgemeine GUI-Programmkrankheit. Entweder dort, wo man zuletzt irgendwas geändert oder gesaved hat, oder naja, im Home Directory. Aber das aktuelle Verzeichnis, das wird sich anbieten, wenn ich es über die GUI starte, ist das aktuelle Verzeichnis das Home Directory. Ja, und hat es auch teilweise, also bei Inkscape passiert das immer, du sagst Inkscape, File-Name. Ja. Und das geht zumindest. Also wenn ich sage LibreCAD, File-Name, dann macht er schon einen Lookup, der relativ ist zum aktuellen Arbeitsverzeichnis. Das macht er richtig. Aber wenn ich dann in der GUI sage, dort speichert was öffnen, muss ich noch von meinem Home Directory weghandeln. Bei Inkscape, der speichert es, glaube ich, jedes Mal wieder unabhängig davon irgendwo. So, also, wir haben eine weitere Telefonzelle, nämlich diese hier. Und die habe ich jetzt gemacht, indem ich eine Konstruktionszeichnung im LibreCAD gemacht habe. Und dann nur das OpenSCAD verwendet habe, um aus der Konstruktionszeichnung ein 3D-Modell zu erzeugen. Und das ist jetzt der Schluss von dieser Präsentation, von der Feature Show könnte man sagen. Aber es ist meiner Erfahrung nach eins der mächtigsten Arten und Weisen, wie man mit dem OpenSCAD arbeiten kann. Dass man das kombiniert mit einer 3D-Konstruktionszeichnung, wo man nämlich sehr, sehr komplizierte Features leicht greifen kann. Also wenn ich jetzt so 3D-Modell konstruiere in dieser Art und Weise, solange ich das wirklich gut aus einfachen Primitives machen kann, das ist sehr schön. Aber wenn ich da etwas sehr Kompliziertes bauen möchte, ist es oft einfacher, sich zu überlegen, wie kriege ich das eigentlich in 2D, wie kann ich das in 2D gut ausdrücken und dann, wie kann ich das was ich in 2D gut ausgedrückt habe, so die ganze Information drin steckt, wie kann ich das mit OpenSCAD zu einem 3D-Modell machen. In dem Fall ist es einfach, weil wir so eine quasi eckige Geometrie haben. Das heißt, in dem Fall gehe ich her und zeichne einen Seitenriss und einen Aufriss von der Telefonzelle.
Und das ist das hier. Das ist das gleich aufgrund der, der Symmetrie. Und das ist auf verschiedenen Layers jetzt. Das ist auf verschiedenen. Ich mache mal alle Layer weg. Dann schauen wir dann, es gibt diesen Frontlayer. Dieses rote Kreuz ist wirklich das, der Ursprungspunkt, so wie QCAD den LibreCAD den Ursprungspunkt sieht. Und da habe ich eben das da gezeichnet. Diesen Grundriss mit da oben schön abgerundeten Ecken und da nicht abgerundeten Ecken. Das ist jetzt der Grundriss von der Seitenriss oder Aufriss von der Telefonzelle. Dann habe ich auf einem zweiten Layer, den ich inner genannt habe, das, was ich dann abziehen muss von der Zelle, damit sie innen wirklich hohl ist. Und als erstes schauen wir uns mal an, wie dieser Teil quasi arbeitet. Und dann schauen wir uns diese Deckelsachen an. So, sehr übersichtlich. Ich kann das noch nicht zeigen. Wir müssen die Deckelsache auch noch anschauen. Also wir haben einen Aufriss, wir haben einen Seitenriss. Was wir noch brauchen, ist einen Grundriss. Wir wissen eigentlich nicht, wie das Ding von oben ausschauen soll. Und dazu habe ich hier noch einen weiteren Layer Top. Das ist die Telefonzelle von oben. Wieder mit abgerundeten Ecken hier. Das könnte zum Beispiel auch spitze Ecken sein. Und ich würde den Unterschied nicht wissen aufgrund dieser Zeichnung. Ich brauche diese weitere Zeichnung, um zu wissen, dass dieses Profil rund ist. Und natürlich könnte ich das jetzt wieder da drüber zeichnen, aber das ist natürlich eine schlechte Konstruktionszeichnung, weil da ist zwar die ganze Info drin, aber man kann sie irgendwie nicht sinnvoll anschauen, wenn man irgendwie ein Design-Review-Meeting hat zu dem Telefonzellenprojekt und man zeichnet alle Layer übereinander, dann macht man sich nicht beliebt bei den Kollegen. Also gibt es noch einen weiteren Layer, der ist Top Origin. Und das sollte ich vielleicht gleich am Anfang noch kurz erklären, das ist nämlich ein Hack, warum ich da einen eigenen Layer habe, Top Origin. Das DXF-Dateiformat unterstützt unterschiedliche Arten von Bemaßungen. Das unterstützt, dass sich Längen als Bemaßungen macht, das unterstützt, dass sich Bogen als Bemaßungen macht. Über die Bogen habe ich dann automatisch auch einen Winkel mit eingeschlossen und so. Das DXF-Dateiformat unterstützt auch, dass man Punkte als Bemaßungen macht und sagt, der Punkt, den nenne ich jetzt so und so. QCAD oder LibreCAD unterstützt die Längen, unterstützt die Bögen, unterstützt nicht die Punkte. Und gerade dafür, wenn ich irgendwie sage, ich habe jetzt quasi mein verschobenes Koordinatensystem, was ich will, ist, ich will sagen, da ist der Ursprung für das verschobene Koordinatensystem, ich will den Punkt. Und dem das QCAD aber nicht kann, oder LibreCAD nicht kann, hat OpenSCAD ein eigenes Feature. Das kann nämlich nicht nur Bemaßungen auslesen, sondern es gibt auch ein Ding, nämlich DXF Cross. Das ist das hier. Da sage ich ein DXF-File und einen Layer. Und in dem Layer darf es nur zwei Linien geben. Und der Schnittpunkt zwischen diesen Linien, das ist die Koordinate, die er zurückgibt. Ja, also das ist, das war viel einfacher, das in OpenSCAD einzubauen, als in QCAD, wo ich den Code nicht kenne. Und vielleicht mag das irgendwann mal bei LibreCAD nachrüsten. Das DXF-Format kann das eigentlich. Das DXF-Format kann das, genau. Und, wie machen die das, wenn die ein fremdes DXF einlesen? Das weiß ich nicht. Aber ich habe ursprünglich quasi nur vom DXF-Format den Befehl implementiert, um Bemaßungen, also Dimensionen heißt es dann hier, DFX underscore dim, damit kann ich Bemaßungen auslesen. Und dort habe ich alle implementiert, die im Standard drinnen stehen. Und dort ist eben auch der Punkt dabei. Dann habe ich angefangen, das zu testen und ich habe gewusst, dass das Dateiformat kann, weil ich habe es implementiert nach dem Standard. Und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde das Feature gesucht. Und dann habe ich noch ein OpenSCAD-Befehl gebaut. Mit AutoCAD geht es dann? Im AutoCAD muss es gehen. Ja? Ich glaube aber, ich habe das Feature nie getestet, weil ich habe ja kein AutoCAD. Also, wenn jemand AutoCAD hat und sich mit OpenSCAD rumspielen möchte, wäre das zum Beispiel was man mal ausprobieren kann, ob das Einlesen von Punktbemaßungen überhaupt funktioniert. Das Feature ist aber nicht sonderlich kompliziert, also ich würde davon ausgehen, dass es geht. Reicht das schon im AutoCAD-File, wo das verwendet wird? Ich könnte es ja auch selber schreiben, das AutoCAD-File. Das DXF ist ein textbasiertes Format. Ich meine, es ist ein furchtbares textbasiertes Format, aber können Sie mal anschauen, also Text kann man ja gleich anschauen.
Also das ist... So schaut DXF aus. Und man beachte, es ist immer abwechselnd ein Befehl und der dazugehörige Wert. Und der Befehl ist immer eine dreistellige Zahl, damit man sich leicht merken kann. Und was dann der Wert ist, hängt davon ab, was der Befehl war. Und ich weiß, man sieht es hier schwer, aber das ist eine strikte Baumstruktur. Und es ist aber implizit, weil es gibt zum Beispiel einen Befehl, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt zum Beispiel einen Befehl, der sagt, ich bin eine Linie. Und bis zum nächsten Befehl, der eine Entity markiert, kommen die Properties von der Linie. Und da gibt es dann zum Beispiel 30. Und 30 ist, glaube ich, die x-Koordinate. Weiß ich nicht. 30, 40, 50 ist x-Koordinate. Und 31 ist dann die zweite x-Koordinate. Und 32 ist, also der gesamte Bereich von 30 bis 39 ist reserviert für x-Koordinaten. Und nachdem, ob ich gerade in einer Linie bin zum Beispiel, dann darf ich 30, 31 haben, 40, 41, 50, 51. Wenn ich was habe, wo ich drei Punkte brauche, kommt entsprechend 30, 31, 32. Es ist einfach zu parsen, wenn man sich nicht für die Baumstruktur interessiert. Wenn man sich für die Baumstruktur interessiert, wird es mühsam. Und was das LibreCard offenbar macht, wird es nicht möglich, mit dem LibreCard ein leeres DXF-File zu erzeugen. Also ein leeres DXF-File gibt es nicht. Das ist dann nicht standardkonform. Aber man kann ein DXF-File machen, was irgendwie 10 Zeilen lang ist, und das ist das standardkonforme Minimum. Und wenn ich irgendwie in LibreCard ein leeres Projekt aufmache und speichere, dann hat das mal, weiß ich nicht, viele Zeilen. Und ich meine, wir sehen hier, dieses File hat 16 Kilobyte. Und in den 16 Kilobyte habe ich diese Handvoll Linien. Also es sind nicht die Linien, die das File so dick machen, sondern der große Textbaustein, den das LibreCard mal am Anfang hinwirft, um zu sagen, ach übrigens, es gibt diese Schraffurtypen und so weiter und so fort. Gut, also darum habe ich hier dieses X, das Rot, ich habe den W auf Rot gesetzt, damit zum anderen roten X dazu passt. Und damit kann ich meine andere Koordinate. Jetzt schauen wir uns an, wie ich mal nur aus diesen Daten, also innen habe ich jetzt ausgeblendet, wie man nur aus diesen Daten mal das Außenleben von dieser Phonebox macht. Das ist dieses obere Modul hier. Na, das wird nicht besser. Wir müssen damit leben, dass das da ein bisschen komisch angebrochen ist. Also ich mache eine Intersection zwischen drei Dingen. Und diese drei Dinge sind Aufriss, Seitenriss, Grundriss, immer extrudiert auf möglichst lang. Da habe ich einfach 1000 und dann Center zu, damit es in beide Richtungen quasi geht. Also schauen wir uns mal nur diese erste Komponente von dieser Intersection an. So schaut die aus, das ist quasi mein Seitenriss. Hier linear extrudiert und dann mit Rotate in die richtige Ebene gedreht, weil normalerweise lebt ja quasi das zweite Objekt in der XY-Ebene und wird dann in die Z-Ebene extrudiert. Und wenn wir uns jetzt das zweite Objekt anschauen, genau das gleiche, nur noch einmal um 90 Grad um die Z-Achse gedreht. Und das dritte Objekt ist eben jetzt dieser Grundriss. Den müssen wir irgendwie nicht rotieren, der liegt schon richtig, nach oben. Und was haben wir hier beim ersten? Die Rotation, Linear Extrude, Center, Convexity, irgendein Wert, der höher ist als 1. Weil wir haben diese Löcher drin, also wissen wir schon, dass die Convexity größer als 1 sein muss. Und dann ein Import-Befehl, den wir in dem Fall einfach sagen, welche Datei und welchen Layer wir gerne hätten. Das gleiche hier nochmal, nur mit einer anderen Rotation. Und hier kein Rotate, aber auch ein Linear Extrude. Convexity ist immer noch 5, obwohl das offensichtlich Convexity 1 hat. Funktioniert so auch schnell genug. Und dann haben wir hier Origin. Und Origin ist einfach nur eine XY-Koordinate, die dann als Origin verwendet werden soll für diesen Import anstelle von 0, 0. Und der Wert hier ist eben DXF Cross. Und dieses Import ist quasi ein Modul, aber DXF Cross ist eine Function, die liefert einen Wert zurück. Aber liest auch noch einmal das DXF-File ein. Das DXF-File wird hier übrigens viermal gelesen. Also das ist
Aber das ist nicht der Teil, der so performance-kritisch ist. Sage ich jetzt, weil ich keine DXF-File habe. Also, und da sage ich eben jetzt den Cross auf dem Layer Top Origin, das ist der entsprechende Ursprungspunkt. Wenn ich diese drei Dinge jetzt intersecte, dann kommen wir auf sowas. Ein IKEA-Regal. Einen großen Unterschied, den wir hier sehen, im Vergleich zu den Telefonboxen, die wir davor haben, ist, dass diese Kanten, die sind alle rund, das haben wir so definiert in unserem Aufriss, Grund- und Seitenriss, aber hier haben wir eine Ecke. Diese Ecke, die kriege ich nicht weg. Ich kann das nur mit Aufriss, Grund- und Seitenriss nicht so konstruieren, dass ich da nicht eine Ecke habe. Wenn ich dieses eine runde Profil und das andere runde Profil und das dritte runde Profil schneide, dann gibt es da halt einen Punkt, der irgendwie so rausschaut. Das heißt, das sind so die Kleinigkeiten, wo man dann am Modell sofort sieht, wie das konstruiert worden ist. Und wenn ich das wirklich schön rund haben möchte und dann mit der konvexen Hülle arbeite von den 8 Eckpunkten, dann habe ich das eben nicht. Okay, also dieses IKEA-Regal habe ich jetzt. Und was ich natürlich jetzt machen möchte, ist diesen Innenraum abziehen, damit das eine sinnvolle Telefonzelle wird. Und dazu habe ich eben hier einen anderen Layer, Inner, den ich gleich hier drüber gezeichnet habe, weil der macht Sinn drüber. Der bezieht sich nämlich auf das gleiche Objekt. Der sagt quasi, was soll jetzt hohl sein von dem ganzen Ding. Und da habe ich ein zweites Objekt, das heißt Inner. Das macht genau den gleichen Schmäh wie oben. Nur braucht es jetzt nur zwei Intersections. Das ist genau das, was in der Mitte abgezogen werden soll. Und wir schauen uns einfach das eine da mal an. Und dann sehen wir schon, linear extrudiert diese eine Ebene. Das andere natürlich in die andere Richtung und die Intersection ist dann genau dieses Ding. Und wenn wir dann ganz runter schauen, haben wir die Difference von dem Äußeren und dem Inneren. Sind natürlich gut, und das könnte ich jetzt 3D drucken, wenn es nicht so furchtbar undruckbare Übergänge hätte. Also das ist ja, das geht nicht, weil diese Seitenlänge sind 20 cm. Okay. Also, nein, Entschuldigung, diese Seitenlänge sind 200. Und wir wissen ja nicht, was es ist. Ja, auf klein geht's. Es kommt dann aber trotzdem gedruckt immer so leicht mit Bäuchen quasi raus. Und die könnten gehen, das wird schwierig. Achso, du meinst, du druckst das liegend? Ja. Naja. Auf dem Kopf gestellt geht, dann ist aber diese Abrundung für die Katze, die würde ich dann schmeißen. Ja. Weil die wird nicht rund rauskommen, sondern irgendwie grauslich. Ja. Gut, also das war das dritte Beispiel. Mehr Beispiele habe ich quasi jetzt nicht vorbereitet für heute. Gibt es noch Fragen? Für den Vortrag oder fürs Schreiben von der Software? Naja, weil Software ist ja. Also der Vortrag war einfach im Vergleich. Ich habe jetzt die umgekehrte Antwort erwartet, aber. Du meinst wegen der Überwindung, sozial interagieren zu müssen? Du hast gemeint, das ist ein Export. Also ich kann es exportieren unter mehreren Dateiformaten. Zumindest von STL und DXF weiß ich, dass es implementiert ist. Als ich das Projekt abgegeben habe, war bei OFF das Menü. Wir können schauen, ob ich inzwischen ein OFF speichern kann. Habe ich jetzt eins? Ein Experiment. In der Tat, ich habe ein OFF, aber das ist viel zu klein. Nein, ich glaube nicht, dass das richtige Wort ist. Entschuldigung. Ich muss erst F6 drücken. Wichtig, ich muss es rendern. Was immer wir gerade dargestellt haben, war, was immer vorher im Rendering-Buffer war.
So, jetzt ist es gerendert. Schaut genau aus wie vorher. Wir wissen, wir sind im Rendering-Modus, wir können hier schauen, Cgal Surface, nicht OpenCSD. So, und jetzt kann ich sagen, Export ist OFF. Und dann kommt es wahrscheinlich auf Größe raus. Und OFF ist ein Dateiformat, das völlig, ja, das schaut besser aus, das völlig unbekannt und bedeutungslos ist für den CAD-Sektor, aber sehr beliebt in der Mathematik. Also es gibt diesen großen Teilbereich der Mathematik, der sich mit der Geometrie von Polyedern beschäftigt. Wenn immer die irgendein Programm schreiben, das mit Polyedern komische Sachen machen kann, das liest und schreibt solche OFF-Files. Und aber der Inhalt auch, hat auch so danach ausgeschaut, dass das von Mathematikern kommt. es ist, also das sind jetzt Hausnummern, nur als Idee her. Es ist irgendwie, das erste ist die Anzahl der Vertices, die du hast, und das zweite ist die Anzahl der Dreiecke, die du hast. Und damit weiß ich, dass die erste Zahl mal drei nächsten Zahlen die Koordinaten zu den Vertices sind. Und dann die folgenden zweite Zahl mal drei Zahlen, die Indizes zu den Vertices, die zu den Dreiecken gehören. Und den Off-by-One-Error findest du nie. Und am besten kommen auch zuerst alle X-Koordinaten und dann alle Y-Koordinaten. Genau. Und das ist einfach ein Vektor. Doch die natürlich ja, auch das abzuschwächen. Genau. Und dann sagst du, naja, das passt aber nicht in der Anweisung. Dann sagen sie, naja, du musst es nur vorstellen, es ist eine Matrix und die transponierst du. Dann ist es das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Ja. Wenn man ein Programm sieht und irgendwo will er einen Betrag einer Zahl machen und dann rechnet man die Wurzel von einem Quadrat der Zahl, dann weiß man, es war wahrscheinlich ein Mathematiker, möglicherweise ein Physiker, der das Programm geschrieben hat. Okay. Keiner, der nicht mehr am Bild löschen kann. Also, aber hier kann ich eben auch sagen, Export als STL. Und das ist natürlich das sinnvolle Format, wenn man das Ganze in 3D drucken möchte. Und bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein Binary oder ein ASCII-STL ist. Importieren können wir beides. Exportieren können wir ASCII. Das ist, wahrscheinlich eher kein Binary. Das ist kein Binary, nein. Oh, das ist das Binary-Format, rein zufällig. Das OFF war ein Binary-Format. Ja. Gehext dann. Also das STL ist ein Format, das am ersten Blick schöner ausschaut, am zweiten Blick aber furchtbar ist, verglichen mit OFF. OFF hat nämlich den Vorteil, dass es eindeutig sicherstellt, dass der gleiche Vertex über die gleichen Identified interpretiert wird, weil ich zuerst eine Liste der Vertices habe und mich nachher nur auf die Indizes in dieser Liste beziehe. Bei STL habe ich hier so einen Block für jedes Dreieck, bei STL heißt das Fässer, und da drinnen habe ich dann Vertex, davon muss es genau drei geben, aber das Format schaut so aus, als ob mehr könnte. Und da habe ich dann jedes Mal erneut die Koordinaten. Und wir sehen, wir haben, das ist praktisch null. Und das ist praktisch eine andere Null. in der Tat. Sind wir wieder beim Epsilon-Problem. Genau. Und das hier ist praktisch eine dritte Null. Und es gibt einen Hack drin im Programmcode. Intern, wenn ich nämlich das exportiere, habe ich zuerst eine Liste von eindeutigen Vertices, die erzeuge ich mir. Und dann erzeuge ich einen String, der diesen Vertex in dieser Form repräsentiert. Und dann gebe ich nur noch die Strings aus, um sicherzustellen, dass keine absurde Sache passieren kann, die bewirkt, dass ich den gleichen Vertex hier einmal so null habe und dann einmal so null und dann einmal so null und das Programm, das das importiert, sagt, naja, das passt ja alles nicht zusammen. Und darum erzeuge ich mir quasi für jeden Vertex das hier als eindeutigen String, damit ich dann sicherstelle, dass es da keine seltsamen Effekte geben kann. Aber die müssen ja auch wieder zusammenpassen. Oh ja, warte, scroll zurück, da gibt es zwei gleiche Nullen. Okay, ja, na, passt schon. Dieses 8, ja, minus 8,3 ja. E minus 30. Genau, und das ist auch die gleiche Koordinate. Wir sehen hier, ist die 170er gleich, okay. Aber da ist es 190 und darum muss die nicht gleich sein. Okay, das heißt du, ja, okay. Also, das ist quasi so, auf den ersten Blick ist das doch das schönere Format, oder?
Wenn man mal anfängt, damit zum Arbeiten, kommt man drauf, ORF ist viel besser als das da. Und das gibt es auch in Binary. Aber das ist die ewige Fließkomma-Frage, dass du halt irgendeine eine Genauigkeit fest irgendwo herkriegen, vorgeben musst. Und dass aus denen echte Nullen wären, aus diesen almost Null. Ja. Aber da ist das WFound-Object dann so wie OBJ-Format eigentlich viel schöner. Das WFound-Object-Format, also OBJ, ist eigentlich viel schöner, weil da hat man auch diese Vertices und dann die Faces. Ja, das kenne ich jetzt konkret nicht, das Format. Ja. Aber ja, es gibt viele Formate und die meisten machen das eigentlich so, dass sie irgendwo, das sind meine Wörterliste und dann referenziert man die, einfach um diesen Eindeutigkeitsfall sinnvoll abzudecken. Man kann es auch eindeutig in OpenGL abbilden, diese Referenz-Sites. Ja. Und wenn mein Top-Level-Objekt eben ein 2D-Objekt wäre, dann könnte ich eben hier bei Design sagen, Export das DXF. Und das können wir natürlich machen, wenn ich das zweite Phonebooth-Examen mache. Aha. Das falsche Modell. Na, lass mal fertig rechnen. Nein, oder auch nicht. Es tut sich irgendwas, ist der Cursor nicht gut. Das war jetzt die letzte Operation. Das Problem ist, dass ich das C-Gal nämlich nur quasi an der Grenze zwischen CSG-Operatoren abbrechen kann. Ich kann es nicht in der Mitte rausschießen. Okay, jetzt die andere, das ging schneller. So, und da kann ich jetzt sagen, Design, Export ist DXF und nehmen wir es gleich so. Und da hätte ich das jetzt im Prinzip in diesem Part importieren zum Beispiel. Sind das auch Parallelinien? Das sind Fairlines, ja. Und das ist ein erstaunlich kurzes DXF-File, also dass ich jetzt nicht zu viel verspreche. Ja, aber wenn ich vergleiche, wie viele Linien da drinnen sind, wie viele Linien in der vorherigen drinnen sind. Also mit diesen ganzen Zickzack-Mustern da. Aber wir sehen, das da oben ist sozusagen, das, was ich gesagt habe, es ist relativ leicht, quasi so ein Minimal-DXF zu machen, weil es muss irgendwie diese Sections am Anfang geben, das sagt der DXF-Standard. Aber normalerweise, das Libricat wird da jetzt mal 15 Kilobyte vollfüllen mit, das sind die Schraffuren, die ich kenne und ich habe Farben definiert, die diese Namen haben und so weiter und so fort. Das führt aber auch dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datei nehme, die vom OpenMSCAD kommt und dann schauen wir, ob das noch so ist, weil vielleicht stimmt es ja gar nicht mehr bei der aktuellen Version von Libricat. So. Ha, Sie haben es gefixt. Also bei der alten Version von QCard war es so, dass wenn ich quasi ein DXF-File öffne, das das OpenMSCAD erzeugt hat, und ich mache irgendwelche Linien, dann waren die Linien immer gestrichpunktet. Weil er quasi erwartet hätte, dass in einem DXF-Format drinnen steht, diese Arten von Line-Styles unterstütze ich und das ist der erste und so weiter und so fort. Mache ich nicht. Ich mache minimalen Header und dann gehe ich gleich dorthin, wo ich die Lines setze. Und da sehen wir eh, also 0 ist dann quasi das Entity-Ding. Also da oben hätten wir 0 Section, 0 End Section, 0 Section und dann in der Section haben wir Entities und da haben wir eine Entity 0. Und das sind 10, 20, nicht 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10 und 11 sind X-Koordinaten, 20, 21 sind Y-Koordinaten. Und dann 0, das heißt, die Line ist vorbei, es kommt die nächste Line. 10, 11, 6 Koordinaten, 20, 21 Koordinaten. Und das ist wichtig, dass das so dreistellig ist mit führenden Blanks und so, sonst ist das kein Weg. Okay. Die müssen gar nicht so genau wissen, schon. Ich komme mal vor wie in den späten 60ern.
Also ich muss sagen, für ein Dateiformat, das quasi nicht irgendwie von Anfang an dafür gedacht war, dass viele Programme damit interoperieren können und so fort, ist DXF erstaunlich sauber und erstaunlich gut und verständlich dokumentiert. Und man findet da jetzt nicht, also wenn man sich andere CAP-Dateiformate anschaut, CAP-Dateiformate sind voll von Dingen wie Mixed Endian und diesen Sachen. Mixed Endian? Nicht Little Endian, nicht Big Endian. Sondern mitgeführt, was es heute sondern, ist. Nein. Die 16-Bit-Werte sind Little Endian und die 16-Bit-Werte im 32er sind genau anders. Ja, genau. Das kommt natürlich von der PDP-11, die eine 16-Bit-Architektur war. Das heißt, die Maschine hat vor dir verborgen, wie sie auf dem Band oder auf der Platte eine 16-Bit-Wort in 8-Bit-Worte unterteilt hat. Aber wenn man größere Zahlen gehabt hat, dann musste man sich als Programmierer selber aus einem 16-Bit-Wort ein 32-Bit-Wort machen. Aber man hat ja nicht sich darum gekümmert, wie das drunter ist. Und manche haben das halt so und manche so gemacht. Und wenn es halt Pech war, dann kam eben das Mixed Endian raus. Und wenn man dann 5 Jahre später drauf kommt, die PDP-11 ist nicht die einzige Maschine, und man muss das Format woanders lesen, dann, dann sieht man, Okay. Und ich kann genauso importieren, also das Import von DXF haben wir jetzt schon mehrmals gesehen, aber es gibt auch Import von STL. Und auch da ist was, was auf Thingiverse ganz, ganz oft gemacht wird, sind diese Mashups, heißt es dann, dass irgendjemand andere fertige 3D-Modelle genommen hat und dann in OpenSCAD irgendwie, weiß ich nicht, die Freiheitsstatue genommen hat und dann mit der linken Büste so kombiniert hat, dass eine andere Statue rauskommt. Und, das ist offenbar auch sehr beliebt, das gleich im OpenSCAD zu machen. Vor allem nämlich, weil man OpenSCAD so Sachen machen kann wie, oh, jemand hat die Freiheitsstatue designt. Wir wollen eine Gussform machen für die Freiheitsstatue. Ja, das ist aber sehr, sehr aufwendig im OpenSCAD. Nicht? Dann mache ich einen Block und dann mache ich eine Difference, die Freiheitsstatue von dem Block abzieht. Und dann zerschneide ich den Block irgendwie geschickt so in Teile, dass die Freiheitsstatue am Schluss nicht irgendwie drinnen hängen bleibt mit der Fackel. Naja. Das habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, im Blender habe ich ein Objekt, kann man nicht so leicht teilen auf einer Ebene. Ich habe es im Blender angefangen, exportiert in STL, im OpenSCAD geschnitten in 2 Teile. Aha. Und dann wieder zurück exportiert und dort dann eine bearbeitet. Also Programme wie Blender, die wissen schon, warum viele dieser Schnittoperationen und so, die alle verwandt sind mit diesen CSG-Operationen, warum die sich da ein bisschen drum drücken. Weil es ist einfach unglaublich schwierig und noch unglaublich schwieriger, das effizient zu implementieren. Und wenn ich mal im Blender anfange und sage, okay, da habe ich jetzt hier diese Spline-Surface oder was auch immer, und dann fange ich an, mit 1 Million Dreiecke in eine CSG-Operation hineinzugehen. Genau. Also, ich glaube, die schnellsten CSG-Operationen sind O von N Quadrat. Und ich fürchte, der in Zegal ist langsamer als O von N Quadrat. Oder das N ist sehr groß. Naja, es ist mal. Also ein großes N ist mir immer noch lieber als. Der Faktor vom O ist recht groß. Ja. Der ist auch recht groß, aber ich glaube, dass es auch also ich glaube, dass die NEF-Operationen, ich könnte es nicht beschwören, aber ich glaube, dass die NEF-Operationen langsamer als N Quadrat sind. Und man müsste quasi auf eins dieser anderen Formalismen zurückgreifen für CSG-Operationen. Um das mit N Quadrat zu machen. Aber ich habe in dem Bereich seit ein paar Jahren nichts mehr programmiert, das heißt, die theoretischen Grundlagen sind jetzt auch nicht ganz so. Also, vielleicht stimmt es nicht, was ich sage. Gut. Ja, sonst noch Fragen? Die Uhr zeigt bereits eine zufällige Zeit an, wie das so ist mit der Suche. Das tut sie immer auch. Ja.
Außer eine Uhr, die zweimal am Tag richtig geht. Nein, sie geht nie am Tag richtig. Okay. Also man müsste jetzt den genauen Phasendrift kennen, also vielleicht geht es hier. Damit man weiß, wie viele Jahre sind, ja, ja, mal richtig. Am Anfang war es so, dass sie dann steht man da mit einer anderen Uhr und sagt, jetzt, vorbei. Es war pro Tag eine Viertelstunde am Anfang, habe ich mal nachgerechnet. Aha. Was hat man von diesen in OpenSCAD konstruierten 3D gedruckten Uhrwerken? Ne? Okay. Na gut, ich würde sagen, dann sehen wir es. Ich bin eh noch ein bisschen da, wenn es noch andere Fragen oder tiefergehende theoretische Fragen gibt. Ich danke mal für die Aufmerksamkeit und das Interesse an OpenSCAD.